Morgen, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei mir. Heute mal wieder mitten aus der Natur, schön im Wald. Bin schon 1,5 Stunden unterwegs. Bin in ein Waldgebiet hergefahren, wo ich einfach ein bisschen entspannen kann. Heute schaut es so aus, ich habe momentan sehr, sehr wenig Zeit für das Ganze. Mein Hobby, die Filmerei. Ihr wisst selber, die Corona-Krise ist allgegenwärtig momentan. Es ist wirklich schwierig, lieber Homeoffice machen, da gehöre ich dazu. Ist doppelt schwierig, weil man Kinder daheim hat. Ich habe 2 Kinder daheim. Wenn ich mit einem Kunden telefoniere oder was, laufen im Hintergrund die ganze Zeit Kinder rum, schreien rum, fragen mich irgendwas. Also ziemlich ungewöhnlich, sagen wir es so. Schon cool, aber ungewöhnlich. Man kann teilweise sehr gestörten Verhältnissen arbeiten. Aber es geht. Und jetzt ist es so, heute habe ich einfach einmal ein bisschen ein Zeitfenster geschaffen, mit meiner Frau abgesprochen, die ist heute zu Hause, die macht jetzt die Kinderbetreuung und ich mag einfach ein bisschen raus. Da nehme ich natürlich Kamera mit, weil ich möchte euch weiterhin ein bisschen Content liefern, einfach ein bisschen Videos liefern für euch da draußen, dass auch ein bisschen zum Schau habt, ein bisschen was zum Schau habt. Es ist vielleicht so, dass manche einfach gar nicht rauskommen, die vielleicht nicht so viel Glück haben wie ich, dass du damit rauskommst. Und für die ist so ein Video. Bei mir schaut es so aus, ich gehe einfach ein bisschen rum, würde jetzt noch 2 Stunden rumgehen, suche mal einen schönen Platz, will mir da dann irgendwas aufbauen, eine Kleinigkeit. Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber ich will mir irgendwas bauen, wo ich mich einsetzen kann oder eine liegen kann und würde einfach ein bisschen dann 2 Stunden drin liegen und entspannen, ein bisschen den Himmel raufschauen, ein bisschen die Ruhe genießen da raus mit den Vögeln, mit dem Wind, super. Das brauche ich jetzt momentan und für euch ist dann auch ein kleines Video dabei, weil große Touren kann ich momentan nicht so viel machen. Es ist auch, die Reisebeschränkung ist natürlich sehr, sehr schwierig für mich. Ich hätte einige Touren geplant im Ausland, funktioniert leider nicht momentan. Wie sie sich entwickelt, weiß ich nicht. Und auch zur Tagestouren, sage ich, 2-3 Tage, geht momentan auch nicht ganz. Es ist schwierig alles mit den Kindern und so. Aber ich versuche das schon aufrecht zu erhalten. Und wenn es jetzt nicht die große Bushcraft-Tour ist, gibt es euch das einfach ein kleines Video, schön aus der Natur heraus, könnt ihr mich begleiten, schaut ein bisschen zu, was ich mache. Im Anschluss will ich dann wieder ein kleines YouTube-Extra machen, das kommt wieder separat an einem Mittwoch. Da läuft momentan die Umfrage, ich kann aufs Handy nicht zugreifen, ich habe hier überhaupt keinen Empfang, was jetzt momentan auch gar nicht schlimm ist. Aber wenn ich keinen Empfang haben sollte auf dem Platz, wo ich jetzt ein bisschen was aufbaue, dann muss ich das abbauen und dieses YouTube-Extra-Video separat irgendwo nach dem Wald drehen, wo ich einen Empfang habe, dass ich auch die Fragen lesen kann. Okay, dann wünsche ich euch erst viel Spaß und bis später. So, jetzt bin ich lang herumgelaufen und jetzt habe ich da einen wunderbaren Platz gefunden. Mitten im Wald drin, ganz versteckt, komplett grün alles, wirklich top, also echt schön. Und da liegt gleich ein alter Baum, der ist umgefallen vom Sturm, der ist entwurzelt. Das sind ja alles Flachwurzler, die fallen ja leicht um. Und von dem her habe ich da schon ein bisschen Baumaterial für eine Kleinigkeit, was ich mir jetzt da bauen kann. Muss ich noch überlegen. Weiß ich noch nicht, aber irgendwas, wo ich sitzen kann oder liegen kann und einfach das Ganze hier ein bisschen intensiver und ruhiger genießen. Schauen wir mal, was wird.
Schieß. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen nachgedacht. Ich bin ein bisschen rumgesessen und habe den Platz ein bisschen angeschaut, ein bisschen überlegt, was ich machen kann. Viel kann ich heute nicht machen, weil ich ja nicht so viel Zeit habe. Aber genau um das geht's. Ich habe nicht viel Zeit. Ich versuche aber die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und Zeit sinnvoll nutzen bedeutet für mich, dass ich einfach vom Alltag draußen, was momentan alles abgeht, so zu Hause und die ganzen Ängste, die man hat mit dieser blöden Corona-Krise und mit dem ganzen Arbeitsplatzverlust und, versuche einfach ein paar Stunden für mich Freiraum zu schaffen. Und das kann man da draußen wirklich perfekt. Ich kann leider nicht jetzt irgendwas Riesiges aufbauen heute. Ich habe schon überlegt, eine kleine Hollywood-Schaukel, die schwirrt mir schon lange im Kopf rum, dass ich eine schöne Hollywood-Schaukel baue, aber da reicht einfach die Zeit nicht. Das ist dann besser, wenn ich Übernachtung mache, dann habe ich einfach viel mehr Zeit. Von dem her habe ich mir gedacht, Hängemattenspanner habe ich dabei, will ich auch wahrscheinlich machen, aber ich möchte einfach ein bisschen was bauen, weil wenn man was baut, kann man unheimlich gut abschalten. Das ist genau Sinn und Zweck von dieser kleinen Tour halt. Und von dem her baue ich einen kleinen Hängestuhl. Genau. Hängestuhl habe ich schon ein paar Varianten gezeigt. Da gibt es auch unzählig viel. Da kann man unzählige Variationen aufbauen. Da gibt es keine Grenzen nicht. Das ist Wahnsinn. Und von dem her probiere ich etwas aus. Das ist mir jetzt gerade im Kopf geschossen. So. Das probiere ich jetzt einfach. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und vielleicht kommt was Cooles raus, was nachbauen könnt. Schauen wir einfach einmal. Und viel Spaß dabei. Also da drin, da kann man sich ein super Shelter einbauen. Die ganzen Äste hier, die Zweige bzw. die Blätter, Nadeln, da kann man sich was ganz was Schönes einbauen. Warte, da ist auch. Aber jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt mache ich das fertig.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen gechillt, wenn man so sagt, im Neudeutschen. Also habe ein bisschen gerusselt einfach. Und jetzt baue ich da weiter. Und zwar habe ich mir hier, seht ihr, eine kleine Sitzfläche gebaut. Man kann natürlich das jetzt sehr lang bauen und dann aneinander rein mit dem Paracord und kann sich dann so eine Art Sonnenliege bauen, die wo man aufhängt. Das ist auch kein Problem. Das werde ich auch noch machen, aber leider habe ich nicht so viel Zeit, weil die binden wir dann aneinander. Dann geht es da vorne in den T, bei den Füßen ein bisschen Anhebung und hinten wieder raus. Aber das ist ein wenig eine längere Geschichte, bis man das alles vorbereitet hat. Und von dem her reicht mir der kleine Hängestuhl auch. Ich verbinde jetzt das Ganze hier. Da kann man folgendermaßen vorgehen. Man kann mit einem ganz stinknormalen Mastwurf jetzt jede Stange einzeln machen. Mastwurf, glaube ich, kennt jeder. Man nimmt einfach das Seil so und das andere so und hat hier eine Schlaufe und geht da rein. Jetzt zu und dann wieder zum nächsten. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur so halten. Eine Seite dreht man so, die andere dreht man so, geht übereinander. Stinkt einfach. Aber habe ich schon mal probiert. Ich möchte jetzt einfach einmal aneinander rein. Also einfach umrunden, jeweils einmal hier, so, nächste und so weiter. Und mal schauen, ob das auch hält. Bin ich mal gespannt. Normalerweise müsst ihr es halten, weil mit dem Mastwurf weiß ich, funktioniert es. Oder da gibt es auch noch Strickleiterknoten, kann man auch machen, kann ich eigentlich einmal zeigen. Ich weiß es auch nicht so viel, aber ich probiere es jetzt einmal so. Schauen wir mal. Thank you.
die sind so gut, diese Blaubeeren, Wahnsinn. Normalerweise sind die um die Jahreszeit nicht so gut, weil die natürlich importiert werden, aber richtig, richtig gut. Hat meine Frau gute Ware gekauft. Na, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ja. Dieser Fuschgriff-Hängestuhl, wo ich halt sehr experimentell gebaut habe, funktioniert tatsächlich. Man kann wunderbar schaukeln, man kann sich drehen drin. Er ist relativ gemütlich. Er ist natürlich in meinen Augen sehr ausbaufähig. Aber das war jetzt ein wenig so eine Idee, wo ich gehabt habe draußen, sehr spontan. Und habe jetzt umgesetzt, habe sehr viel daraus gelernt. Und genau so läuft es. Man muss es probieren und dann kann man es lernen und dann kann man es verfeinern und so weiter und so fort. Da hat es mir jetzt gefreut, der ein oder andere, wo den Stuhl jetzt nachbaut und ja, experimentiert da rum und hat ein Ergebnis, wenn er mir da mal ein Bild auf Facebook posten hat oder so. Da hat mich unheimlich gefreut, oder über Instagram, je nachdem, dass er mir da auch ein bisschen Informationen von euch holen kann, weil er hat auch sehr, sehr gute Bushcrafter unter uns, das weiß ich, dass er sehr gute dabei sind. Und ja, das war natürlich sehr cool. Das ist wieder halt so eine Sache gewesen, ja, ein bisschen so experimentell. Ich habe das Video einfach nur so mitbegleitet, weil einfach momentan, wie ich vorher schon gesagt habe, in der Einleitung sehr wenig Zeit habe. Und heute habe ich ein bisschen Zeit und da gehe ich gern einfach raus in die Natur. Baue da einfach ein bisschen rum. Das kriegt ihr eigentlich meistens gar nicht so mit. Erst dann, wenn ich ein Video mache, dann kann ich es natürlich ja, so zeigen, dass wirklich 110% passt. Aber das war einfach heute mal just for fun. Für die Leute, die nicht raus können von euch, wo vielleicht im Krankenhaus liegen oder gehandicapt sind oder auch wie auch immer, ist das natürlich cool, wenn die mit mir ein bisschen in die Natur gehen können. Genau, und ansonsten habt ihr gesehen, ich habe mir jetzt da ein bisschen was hergekriegt schon. Ich will jetzt das YouTube extra abdrehen. Da sind schon einige Fragen gekommen. Handy liegt momentan hinten auf der Wurzel oben. Da habe ich nämlich einen Empfang. Jetzt lohne ich gerade die ganzen Fragen runter und schauen wir es jetzt an und wir dann einige beantworten. Nebenbei werden wir einen schönen Tee kochen. Genau, und dann will ich noch ein bisschen da bleiben. Wirklich traumhafter Platz da. Super, mit Sonnenschein echt. Wow, cool. Okay, ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich alle, dass gesund bleibt, dass dieses blöde Corona nicht kriegt oder auch irgendeine Bekannten, Verwandten oder auch Kinder oder sonstiges, dass wir alle gesund bleiben und dass wir diese scheiß Krise schaffen und auch so, dass gesund bleibt, nicht nur wegen dieser Krise jetzt. Schaut aufeinander ein bisschen, häuft ein bisschen zusammen und wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt mehr Zeit habe, wieder mal Übernachtung zu machen. Denke, ich werde auch wieder kommen und ja, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Dann bleibt's anständig, ehrlich. Der Weidler sagt Servus, pfiat euch. Morgen, Servus, ja. Funktioniert sehr gut, weil erst wollte ich es mit Karabiner machen. Kann man auch machen. Und. Fuck. Wunderbar. Jetzt schau ich dahinter. Natürlich brutal beschissen. Aber weil man mag ja immer was zeigen. Mein Gott. Nicht unbedingt einen Mastwurf machen oder sonstiges. Mastwurf. Du bist ganz einfach. Da eine und der. Okay, dann machen wir weiter so schon. Aber komm mit. Ich sage jetzt so, das hat den Hintergrund, weil ich einfach halt Zeit habe. Genau. Dann kann ich die Fragen jetzt runterladen. Meine Fresse, ob das noch hier hat.